What's poppin', Boys and Girls? Ich sehe ein bisschen merkwürdig aus, weil ich habe dieses Video gerade schon mal angefangen und ich habe so eine Scheiße gelabert. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ich muss jetzt auf Stopp machen und ich muss nochmal von vorne anfangen, weil das kann sich ja keine Sau anhören. Außer man mag meinen Podcast. Wenn ihr gerne Leuten lange zuhört, dann hört doch mal meinen Podcast. Ich habe gerade einen geflochtenen Zopf, weil ich vorhabe, mich in diesem Video fertig zu machen. Ich habe nämlich letzte Woche mein Schätzchen, und zwar die Conspiracy Palette, zugeschickt bekommen von Jeffree Star und Shane Dawson. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan von beiden. Auf jeden Fall haben die beiden eine Videoreihe gemacht, wie sie diese Lidschattenpalette erfunden haben, und ich habe total mitgefiebert und musste sie haben und habe mir auch den dazu passenden Spiegel gekauft. Natürlich Minimalismus. Ich bin Fangirl durch und durch, und immer wenn ich Fan von was bin, dann, ja, kommt der Konsum. Auf jeden Fall habe ich beschlossen, dass ich ein bisschen mit euch sprechen möchte. Ich möchte euch ein bisschen updaten. Ich habe total den Bezug zu YouTube verloren und ich möchte euch davon erzählen, was ist bei mir passiert, und ich habe beschlossen, dass ich mich dabei fertig mache. Schminken und fertig machen entspannt mich so und dann bin ich etwas lockerer. Eine Transformation. Es ist ein Transformations-Talk-Video. Ich fühle mich auch gerade so ein bisschen YouTube 2012, wie ich hier einfach so sitze und euch was erzähle. Die Leute, die diesen Kanal schon etwas länger verfolgen, wissen, dass ich früher richtig, richtig viele YouTube-Videos gemacht habe. Also ich habe locker 1 bis 2 Videos die Woche gemacht, und ich bin dann irgendwann zu einem dieser YouTuber geworden, die ungefähr so alle 2 Wochen ein Video machen, was eigentlich relativ selten ist, aber ich finde, was ein sehr, sehr guter Abstand ist, weil man es so halt auch mal schafft, was qualitativ Hochwertigeres zu machen. Wie wir gemerkt haben, im letzten Jahr war ich dann auf einmal einer von diesen YouTubern, die alle 2 Monate oder alle 3 Monate ein Video hochgeladen haben. An sich ist es ja auch nicht schlimm, ne? Also Dinge kommen und gehen im Leben, und mal macht man Dinge super gerne und dann macht man sie aber halt auch nicht mehr so gerne, und dann zieht man halt weiter und macht andere Dinge. Das ist ja auch nicht schlimm. Also nur weil man so einen YouTube-Kanal mal großgezogen hat, bedeutet das ja nicht, dass man das bis zu dem Rest seines Lebens machen muss, ne? Also falls ihr irgendwas in eurem Leben habt, was ihr aufgebaut habt, es ist auch okay, das einfach mal nicht mehr zu machen. Also das ist ja auch eigentlich mein Motto so: Zwing mich nicht zu irgendeinem Scheiß, auf den du keinen Bock hast. Das Problem an der Sache ist, ich hab Bock. Aber ich sag euch ehrlich, wie es ist, ich habe es nicht mehr geschafft. Aus Zeitgründen, weil ich eine absolute, und das muss ich jetzt einfach mal sagen, Zeitkatastrophe bin. Es gibt so Menschen, die können planen. Und die haben auf dem Schirm zum Beispiel, oh, wenn ich ein neues Projekt anfange, dann fehlt mir Zeit für mein altes Projekt. Sowas gibt es in meinem Leben nicht. Ich sage euch Leute, sowas gibt es in meinem Leben nicht. Ich denke, das ist alles möglich. Aber bedeutet, ich würde jetzt nicht sagen, oh, ich mache jetzt keinen Kurzfilm, obwohl ich den unbedingt machen will, nur weil ich jetzt noch einen YouTube-Kanal habe und das zeitlich nicht mehr schaffe. Weil ich liebe es, neue Dinge zu tun, weil etwas Neues zu machen ist ungefähr das Schönste in meinem Leben. Ich gehöre zu den Leuten, die sehr gerne neue Dinge machen. Ich weiß, dass nicht jeder so ist, und es ist auch total okay. Aber in mir schüttet das extrem viele positive Hormone aus. Also habe ich, nachdem Jaco Wusch etwas größer geworden ist, meinen Reisekanal Modern Gypsy eröffnet. Was habe ich denn dann gemacht? Ich habe parallel meinen Reiseblog eröffnet. Und, oh, das ist aber ganz schön viel Make-up, was hier gerade auf meinem Pinsel gelandet ist. Das Make-up ist übrigens viel zu dunkel für mich. Was soll ich sagen? Ich gehe nicht mehr ins Solarium. Von meinem Selbstbräuner kriege ich Pickel. Ja, und dann habe ich meinen Podcast gestartet. Dann bin ich ganz, ganz fett auf Instagram gegangen. Also, wenn ihr Lust habt, fragt mal auf Instagram, weil auf Insta-Stories bin ich auf jeden Fall seit Jahren immer up-to-date. Fotos machen. Ich hatte auch eine kleine Fotophase. Da habe ich ganz viele schöne Bilder gemacht, aber das ist mir irgendwann langweilig geworden, weil dann wusste ich halt, wie man schöne Bilder macht. Und wenn ich einmal so ein Code geknackt habe und weiß, wie das geht, und ich kenne mich dann aus und ich weiß, wie man schöne Fotos macht, dann reicht das und dann will ich was Neues machen. So bin ich halt gestrickt. Naja, und dann habe ich einen neuen Podcast gestartet. Jack und Sam. Also falls ihr es nicht wisst und ihr mich nur hier auf YouTube abonniert und denkt, ach Mensch, Jaco Wurst, die finde ich ja eigentlich ganz nett.
warum auch immer. Ich habe einen Podcast, der heißt Sprachnachrichten von Jaco. Da rede ich so ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklungszeug. Also es ist ein sehr tiefgründiger Podcast. Also es ist auf jeden Fall nur was für jemanden, der echt Bock hat, sich eine Stunde hinzusetzen und schauen will, okay, wie ist das bei mir? Kann ich das auf mein Leben anwenden? Könnte ich auch dadurch glücklicher werden und so? Ich will nicht sagen, dass man introvertiert sein muss für diesen Podcast. Das nicht. Aber man muss schon die Geduld haben, meinen Schlangenlinien-Erzählungen dazu folgen. Könnt ihr euch einfach mal geben, wenn ihr Bock habt. Vielen Leuten gefällt es sehr gut, aber jemand hat mal zu mir gesagt, Jaco, deinen Podcast, den liebt man oder den hasst man. Und ich denke, das ist auch genau der Grund. Mir schreiben auch Leute so, boah, Mann, kannst du mal zum Punkt kommen? Ja, ich, wie soll... Also sorry, aber wenn mich eine Sache ausmacht, dann, dass ich nicht zum Punkt komme. Und ich habe noch einen zweiten Podcast mit meiner Freundin Sam. Ja, der heißt Jack und Sam. Und das ist eigentlich der totale Kontrast zu meinem Podcast. Das ist Unterhaltung. Da reden wir über alte Geschichten von früher, über Jugendlieben und Flirtereien und Durchfall und Furzen. Und es ist einfach nur ein Podcast zur puren Unterhaltung, wenn man Bock hat, sich mit seinen derben Freundinnen zusammenzusetzen und wirklich Real Talk zu sprechen. Also wenn ihr Bock darauf habt, ich verlinke euch die beiden Podcasts in der Infobox. Long story short, ich habe in den letzten, seit wann mache ich die ganze Scheiße hier? Das heißt, in den letzten 8 Jahren sehr, sehr viele Projekte gestartet, weil ich versucht habe, mich weiterzuentwickeln, neue Dinge zu lernen, neue Dinge auszuprobieren. Das Einzige, was ich außer Acht gelassen habe, ist, dass diese ganzen Projekte, ja, ich nenne das immer SI-Scheiß. Alles, was man macht, hat ja so einen Rattenschwanz von Dingen zu folgen, ne? Also sagen wir jetzt mal, du gründest ein Unternehmen und willst Videos produzieren, dann gehört einfach dazu, dass du zum Finanzamt gehst, dass du das anmeldest, dass du monatlich, vierteljährlich oder jährlich, je nachdem, was du machst, deine Steuer machst. Dann musst du ja auch Geld reinkriegen. Das heißt, du musst dich bei irgendwelchen Programmen anmelden, musst dir vielleicht irgendwelche Kooperationspartner, Investoren oder so weiter suchen. Also ja, alles hat ja irgendwie so einen Rattenschwanz. Also wenn du dir einen Pulli kaufst, dann bedeutet das auch, dass du ihn waschen und bügeln und in den Schrank hängen muss. Also als ob ich meine Sachen bügel. Also es gibt dieses Hauptding, was du machst, aber all diese anderen Dinge, die berechne ich immer gar nicht mit ein. Und auf einmal hatte ich so viele, wie soll ich sagen, ich hatte so viele Projekte gestartet, dass ich nur noch meine eigene Sekretärin war. Also ich war nur noch damit beschäftigt, die Steuer, also meine Buchhaltung zu machen, mein Büro aufzuräumen, meine E-Mails zu machen, mit irgendwelchen Kooperationspartnern zu schreiben. Naja, dann habe ich halt die Podcasts noch aufgenommen bekommen, habe die geschnitten, habe die hochgeladen und irgendwie immer, wenn ich mit einem Podcast fertig war, dann stand der nächste schon an. Ich war nur noch meine eigene Sekretärin und eine Podcasterin, obwohl dieser YouTube-Kanal eigentlich meine Leidenschaft ist. Aber so ein Video, also so Videos, wie ich sie gerne machen möchte, also das hier ist ja jetzt gerade wirklich so unter das Niveau, was Produktionsaufwand angeht. Die Videos, die ich gerne machen möchte, sind halt unter anderem, ich möchte halt Sachen testen, ich möchte Sachen ausprobieren. So wie mein Duschvideo. Ich wollte die Wim Hof Methode noch machen. Es gibt halt so, so viele Dinge, die auf meiner Agenda stehen. Aber die kosten so viel Zeit, dass ich sie immer weiter nach hinten geschoben habe. Kevin und ich haben eine Lösung gefunden und zwar, Kevin wird mehr hier einsteigen. Er wird mich jetzt unterstützen. Kevin hat jetzt den Schnitt für unsere, also für meinen Podcast und für den von mir und meiner Freundin Sam übernommen. Er hat meine Steuer übernommen. Bedeutet, ich bin nicht mehr die Sekretärin von Jaco Busch, sondern mein Freund Kevin ist die Sekretärin von Jaco Busch. Und die macht es überhaupt nichts aus. Es stresst ihn überhaupt nicht, im Gegensatz zu mir. Ich hasse es, meine Sekretärin zu sein. Ich hasse kleinen Scheiß. Ich hasse Papiere. Ich hasse Buchhaltung, ich hasse E-Mails machen. Und Kevin hat gesagt, er möchte mich auch unterstützen bei der Kamera. Das bedeutet, ich kann jetzt ganz, ganz viele Dinge machen, die ich vorher nicht gemacht habe. Also ich wollte zum Beispiel so, so gerne was zu Body Types machen. Und es ist jetzt natürlich kein Versprechen, um Gottes Willen. Niemand stirbt, wenn hier keine Videos kommen. Es gibt so, so viele tolle YouTuber. Und ich wollte dieses Video jetzt einfach machen, um mal reinzukommen, um mal wieder zu drehen, um mal wieder zu schneiden, weil dieser Einstieg mir schwerfällt. Ich will ganz ehrlich sein. Ich habe letztes Jahr immer wieder versucht, diesen Einstieg zu finden. Ihr habt letztes Jahr sehr, sehr oft diesen Satz von mir gehört, jetzt kommt wieder mehr, obwohl ich gar keinen Zeitplan hatte. Was ich hier mit diesem roten Lidschatten mache, ist meine Frage. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum ich nie Lidschatten benutzt. Vielleicht lade ich Marvin mal ein, der kann mich dann vernünftig schminken.
Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Vielleicht könnt ihr das verstehen, weil ihr selbst schon mal so, also jeder macht sowas ja eigentlich wahrscheinlich regelmäßig durch, aber ich habe das Gefühl, dass ich in den letzten 2, 3 Jahren mich sehr stark verändert habe. Also jetzt nicht charakterlich, ich bin immer noch dieselbe Person, aber irgendwie bin ich auf eine andere Lebensstufe gekommen. Ich habe sehr viel über mich gelernt, ich habe mich extrem gut kennengelernt, ich habe neue Interessen entwickelt und irgendwie habe ich nicht geschafft, das auf YouTube zu kriegen. Ich hatte eine Zeit, wo ich sehr, sehr viel Angst hatte, Dinge falsch zu machen und total overthinking-mäßig drüber nachzudenken, das kann ich nicht machen, weil dann denken Leute das, das kann ich machen, weil dann denken Leute das, also totaler Quatsch, das hat auch nichts mit euch zu tun, das hat 100% nur was mit mir zu tun, das früher war ich ja eher so, jetzt lade ich ein Video hoch und sage, dass ich jetzt wieder Videos mache und drauf scheiße, was alle Leute denken, weil ich will wieder so sein, wie ich bin und diese Ankündigung würde ich heute halt nicht mehr brauchen, weil ich jetzt weiß, dass diese Videos früher sehr, sehr viel aus Angst entstanden sind, falsch verstanden zu werden. Ich habe ganz, ganz lange gedacht, dass das Internet das Problem wäre. Also das Internet ist auf jeden Fall auch hart. Man kriegt ja ungefiltert voll in die Fresse, was Leute denken. Ich habe ganz lange gedacht, dass die andere Seite das Problem ist. Also dass die Zuschauer, die mich kritisieren, das Problem sind und mich da einschränken und so. Aber das ist natürlich totaler Quatsch. Ich hatte einfach mega Schiss. Ich hatte immer Köttel in der Hose. Und hatte Angst, dass jemand mich falsch versteht und dann wollte ich voll perfekt sein und wollte keine Fehler mehr zeigen und dann habe ich mich aber nicht mehr frei gefühlt, weil, oh Gott, und jetzt kann ich das nicht machen, weil wenn man im Hintergrund hinterher keine Plastikflasche sehen kann, weil mich Leute dann hassen, dann will ich gar nicht mehr im Internet sein. Und ich habe das Gefühl, durch diese Phase musste ich jetzt erstmal durch, musste mir ein paar Eier wachsen lassen. Und jetzt kann ich ein paar coole Sachen wieder teilen. Ja, das ist auch noch so ein anderer Grund gewesen, warum ich nicht mehr so viel Spaß hatte. Und nein, es waren eben nicht die blöden Kommentare, die mir den Spaß verdorben haben, sondern das war ich selbst. Die Rückmeldungen waren so positiv. Und dann haben 2, 3 Leute mich kritisiert und ich habe direkt gedacht, die Welt bricht zusammen und niemand versteht mich. Und jeder denkt, ich bin voll kacke, obwohl ich das doch alles nur gut meine. Und ja, das sind einfach die Unsicherheiten, die ich so mit mir rumgetragen habe. So, jetzt habe ich genug gelabert. Ich muss jetzt aufs Sofa. Ich muss jetzt Trash-TV gucken. Tut mir leid. Also RTL Now ruft. Ich freue mich sehr, sehr doll, dass ihr zugeschaut habt. Ihr seid süß, ihr seid klein. Macht's gut.